Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Osteoporose-Fitness. Schön, dass du dabei bist. Mach natürlich so mit, wie es für dich am besten passt. Im Zweifelsfall mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen, was du machen darfst. Und wir starten, ganz wichtig, in der Aufrichtung. Also heb dein Brustbein, dass deine Schultern ganz sanft nach hinten unten fallen. Und denk dir vielleicht ein Buch auf deinem Kopf liegend, das nicht herunterfallen soll. Und jetzt beginne zuerst deine Füße abzurollen. Von der Fußspitze auf die Ferse ganz bewusst Fußgelenke bewegen. Die sollten ganz dringend beweglich bleiben, damit wir gesunde Knie haben. Also immer mal wieder auch an die Fußgelenke denken. Und wir aktivieren jetzt auch unsere Waden. Das sind die Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen. Ganz bewusst abrollen. Dann mal wieder mit den Fersen nach unten. Und jetzt heb beide Fußspitzen an, heb die Fersen an. Versuche, eine Wippe mit deinen Füßen zu machen. Also einmal Fußspitzen heben, einmal Fersen heben und trotzdem noch ganz aufrecht stehen, wenn es geht. Spannung im Bauch. Und langsam wieder zurückkommen auf beide Füße. Im Wechsel die Knie jetzt ein Stück anheben, so wie dein Rücken gerade bleiben kann. Wir mobilisieren unsere Hüftgelenke, also einfach mal hochziehen im Wechsel. Wenn es wackelt, ist okay, es darf auch wackeln. Nur sollte es nur so wackeln, dass du dich noch gut abfangen kannst. Aber du wirst merken, je langsamer du jetzt wirst, umso herausfordernder wird das auch für deine tiefe Muskulatur, denn umso mehr müssen wir die Balance finden. Also ruhig, noch mal etwas langsamer. Arme zur Seite, das wird es vereinfachen. Arme nah am Körper, macht die Übung natürlich auch schwerer. Und dann darfst du wieder schneller werden. Zieh die Knie jetzt nicht mehr ganz so hoch, sondern geh am Platz. Nimm die Arme auch ganz bewusst mit im rechten Winkel. Und jetzt darfst du ruhig etwas aufstampfen mit deinen Füßen. Also so ein bisschen lauter gehen heute. Denn um unsere Knochen zum Wachsen zu bringen, unsere Knochenstrukturen, brauchen wir so ein bisschen Druck. Das heißt, axial die Wirbelsäule belasten, in der doppelten S-Krümmung behalten und ruhig etwas stampfen. Das ist die eine Variante. Geh noch weiter. Und wenn du willst, aber das kommt natürlich immer auf dich an. Und wie gesagt, im Zweifelsfall abklären. Kannst du auch mit beiden Füßen jetzt ganz kleine Sprünge machen. Hoch und wieder abfedern, Knie beugen, Spannung im Bauch. Oder du gehst nochmal so ein bisschen laut weiter. Mal wieder Pause. Lockern, ausschütteln und dann noch einmal entweder laut gehen, Arme mitnehmen oder nochmal beidbeinig abheben, landen, atmen. Nochmal wieder lockern, ausschütteln. Sehr gut. Hüftbreit bleiben. Und jetzt kräftigen wir unsere Beine. Gehen in eine etwas breitere Position. Hier sind die Hüftgelenke und so ein Stück weiter nach außen die Füße. Setz dein Gesäß nach unten, als wolltest du dich absetzen auf einen Stuhl. Arme, Rücken nach vorne, Rücken gerade. Und drück dich wieder nach oben. Gleich nochmal. Tief und wieder nach oben. Dein Po
Anspannen, wenn du nach oben kommst. Oberschenkel parallel zueinander halten. Genau, und wirklich immer in deinem Tempo. Und noch einmal, dann wieder Pause, auslockern, beide Hände aneinander, die Handballen drücken aneinander, gib richtig Druck, Schultern tief und jetzt schieb mit den Armen nach vorne, fest, fest, fest und wieder zurückziehen. Nochmal ganz kraftvoll die Brustmuskeln stärken, Handgelenke, Arme, Druck und wieder zurück. Bleib in der Aufrichtung stehen. Ganz fest. Bis die Muskeln sich melden und du merkst, dass du trainiert hast, dann löst du wieder auf und lässt kurz locker, setzt dich nochmal nach hinten, noch eine zweite Runde für die Beine, drück dich nach oben mit deinem Gesäß, nochmal tief und wieder hoch. Dein Tempo natürlich. Konzentriere dich auf die Ausführung der Übung, so Oberschenkel parallel. Noch einmal tief und hoch und dann wieder aufrichten, oh, kurz lockern. Die Handflächen zeigen jetzt zum Boden, die Schultern sind ganz tief, also nicht zu hoch nehmen die Arme, aber jetzt kraftvoll zurückschieben, bis du merkst, dass die Schulterblätter sich näher kommen und dann wieder ganz kraftvoll nach vorne. Am besten schiebst du mit deinen Händen gefühlt einen Gegenstand nach vorne. Nochmal zurückziehen und kraftvoll wieder nach vorne und zurück. Wirklich Körperspannung aufbauen. Dein Nacken ist entspannt. Fest, 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 fest. Und hinten halten und jetzt nochmal so richtig Spannung aufbauen im oberen Rücken. Immer noch, immer noch, immer noch. Und auflösen, lockern. Schultern lockern, oberen Rücken lockern. Jetzt nimmst du noch einmal den rechten Arm zur Seite, ruhig auch kraftvoll, die linke Hand darfst du einstützen und ausatmend kommst du mit deinem Körpergewicht nach rechts, drückst deinen Handballen auf den Oberschenkel und kommst wieder zurück, Spannung aufbauen, Bein tippt außen, wenn es geht. Hast du den Bauch gespürt? Sehr gut, gleich nochmal und ausatmend. Balance und Bauchkraft und wieder kraftvoll rück den Arm anspannen, Bizeps spüren, zur Seite.
Bester. Noch einmal. Druck. Und wieder aufstellen, locker lassen. Nachspüren, wie fühlen sich beide Seiten an. Und dann die andere Seite. Kraftvoll den Arm einstützen, ausatmen auf das andere Bein, das Körpergewicht verlagern und Druck. Ein zur Seite. Vielleicht spürst du auch die Außenseite so ein bisschen. Geht noch, immer noch und dann noch zweimal, wenn es nicht mehr geht, jederzeit Pause einlegen, machst es nur für dich. Einmal noch und Druck und locker lassen. Kurz stehen, hineinspüren, wie geht's dir, wie stehst du? Fühlst du dich jetzt stabiler, aufgerichteter? Schon, oder? Lass nochmal die Schulter nach hinten kreisen, ganz locker. Und lass dann die Schultern hängen und roll nochmal deine Füße ab, Fußspitze, Ferse, so wie am Anfang. Spür, was hat sich verändert? Fühlt sich's anders an? Dann gerne auch nochmal gehen und zwar so ein bisschen stampfen auf den Boden, die Arme mitnehmen, auch hier wieder bewusst, Blick in den Horizont, leicht nach unten abfallend, Bauchnabel ist nach innen gezogen, ganz sanft. Dann wirst du wieder kleiner. Bleibst stehen und die Arme pendeln weiter, roll oder lass die Arme fallen und beweg deinen Oberkörper nach rechts und links. Brustwirbelsäule mobilisieren, Knie zeigen, aber nach vorne. Dann beide Arme nach oben, strecken und räkeln, langziehen. Also immer wieder daran denken, dich zu fordern, aber nicht zu überfordern. Wir benötigen die Muskulatur und für oder gegen Osteoporose ist immer gut zu dehnen, Ausdauer zu trainieren, Kräftigung zu trainieren. Es gibt auch eine ganze Playlist mit mehreren Tagen zum Thema. Schau einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Öffne deine Arme, lass die Schultern zurück und dein Brustbein angehoben. Denk immer wieder an deine Haltung. Und denk vor allem an Bewegung in deinem Alltag. Atme aus und entspanne. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wenn es dir gefallen hat, gut getan hat, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Den Link findest du auch da unten, da steht deine Unterstützung. Wenn du draufklickst, kannst du auswählen, mit wie viel du das gerne machen möchtest im Monat. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was es dir wert wäre. Vielen, vielen Dank. Und klar, ich freue mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!